und gleich nachgefragt für eine Einordnung des Ganzen bei Uwe Jun. Er ist Politikwissenschaftler, Universität Trier. Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Saar. Herr Jun, wie schätzen Sie das Ganze ein? War das absehbar, dass das nicht nur einen Abend lang dauert, sondern auch die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag scheinbar? Ein bisschen überraschend ist es schon, dass es so lange dauert. Das kennen wir sonst nicht. Normalerweise gibt es dann am frühen Morgen oder zumindest am späteren Morgen irgendwelche Zwischenergebnisse oder Endergebnisse. Diesmal lässt alles auf sich warten. Und das zeigt, wie weit eben die Parteien auseinanderlagen bei den verschiedensten Punkten. Und hier besonders Grüne und FDP, die eben jetzt nach einem Kompromiss suchen. Und diese Suche, ja, die ist bestimmt nicht ganz einfach, da hinter den verschlossenen Türen im Kanzleramt. Ist das denn nicht ganz einfach, auch weil die Koalition zerstritten ist, weil wir vielleicht eine Führungsschwäche haben durch den Kanzler? Oder sind das einfach politisch, inhaltlich so dicke Bretter, auch angesichts knapper Kassen, dass man wirklich so hart verhandeln muss? Das öffentliche Erscheinungsbild der Ampelkoalition ist nicht das Beste. Es war bestimmt zuletzt auch von Kontroversen, von Streitereien. Und man denke dann etwa auch an die Worte von Robert Habeck noch in der letzten Woche, in der er anmahnte, man müsse nun schneller zu Entscheidungen, zu weitreichenden Entscheidungen kommen. Aber in der Tat muss man auch sagen, dass hier insbesondere zwischen FDP und Grünen sehr große Differenzen bestehen und dass diese Differenzen eben sehr wichtige Kompromisse erfordern, ein Entgegenkommen von beiden Seiten. Und das ist nicht immer einfach, auch für beide Seiten, weil es hier eben auch um die Identitätsthemen beider Parteien geht, eben um Wirtschaftsfreundlichkeit, um Wirtschaftskompetenz, aber auch natürlich für die Grünen in erster Linie um das Thema Klimaschutz. Ich will kurz anmerken, gerade kommt eine Eilmeldung rein von der Deutschen Presseagentur. Und man sagt ja immer, dpa gelesen, dabei gewesen. Der Koalitionsausschuss ist unterbrochen und Fortsetzung morgen. Das also, was auch mein Kollege Erhard Schärfer gerade eben schon vermutet hat, ist jetzt eingetroffen. Uwe Jun, wie steht denn der Kanzler zu diesen Sachauseinandersetzungen? Hat er eine Priorität oder ist er jetzt wirklich der Kanzler, der über den Parteien liegt? Er versucht gelegentlich schon, dieses Image des präsidialen Kanzlers zu erwecken, indem er, wie Sie sagten, versucht, den Eindruck zu erwecken nach außen, er stehe über den Dingen. Aber man kann auch sagen, er steht zwischen den Dingen. Denn häufig muss der Kanzler, muss Olaf Scholz, muss aber auch die SPD vermitteln in diesen unterschiedlichen Kontroversen. Er ist also, man kann sagen, vom Image her vielleicht etwas über den Dingen, aber in Wahrheit doch mittendrin. Die Themen Öl- und Gasheizung und solche, ich sag mal, sehr populären Themen, weil sie doch die meisten von uns betreffen. Warum kommt man nicht raus mit Entscheidungen zu diesem Thema und sagt, ich sag mal, die großen Themen, die die Allgemeinheit interessieren, nehmen wir mal als erstes ran und versuchen da schnell Ergebnisse zu ziehen, auch um ein Zeichen der Stärke zu setzen. Warum geht das nicht? Ich kann es nicht sagen, warum man hier offenkundig bislang zu keiner Einigung gekommen ist. Vielleicht hat man es das Jahr geschafft, diesen Punkt ja, und ist an anderen Streitpunkten im Moment noch dran, die man nicht lösen konnte. In der Tat könnte man sagen, das ist ein relativ kleines Detail, aber für die Grünen eben wieder ein Thema, was ihre eigene Identität betrifft, nämlich eben Klimaschutz. Deswegen ist es für die grüne Kernklientel, für die Grünen insgesamt so wichtig. Die FDP allerdings wiederum versucht eben hier diejenigen zu beruhigen, die sich Sorgen machen, und da versucht die FDP Punkte zu gewinnen, was eben die Kosten solcher Heizungsübernahmen betrifft. Aber ich denke, man wird an anderen Punkten insbesondere größeren Streit sehen, Kindergrundsicherung und auch überhaupt die Eckpunkte des Haushalts sind sehr wichtig. Da gab es ja zahlreiche Forderungen von vielen, die Christian Lindner, der Finanzminister, nicht erfüllen wollte. Und da musste man vermutlich dann doch sehr ins Detail gehen. Eine abschließende Frage noch. Ich sagte eben auch im Kollegengespräch mit Erhard Schärfer, ist es denn so, dass quasi unendliche Wünsche angemeldet werden und dann Lindner immer sagen muss als Finanzminister, ich habe endliche Gelder? Oder wie sehen Sie das? Ich denke, und das ist auch die Aufgabe von Olaf Scholz, aber auch insgesamt dieses Koalitionsausschusses, Prioritäten zu setzen. Welche Themen will man besonders mit welchen finanziellen Mitteln angehen? Was ist möglich, was ist weniger möglich? Und da gibt es eben die unterschiedlichen Prioritäten auch zwischen den Parteien, aber auch selbst innerhalb der Parteien. Die Grünen, die das Thema Klimawandel ja sehr stark forcieren und da mehr finanzielle Ressourcen haben möchten, treten aber auch für die Kindergrundsicherung ein, was wiederum allerdings auch bei der SPD nicht unpopulär ist. Populär ist, aber bei der FDP in der genannten Höhe, die insbesondere die grüne Familienministerin fordert, überhaupt nicht gesehen wird.
Also man muss am Ende sagen, dass nicht nur dieses ein Thema ist, aber schon ein wichtiges Thema, nämlich welche finanziellen Möglichkeiten hat die Bundesregierung angesichts der derzeitigen Umstände und angesichts dessen, dass es der FDP ja nach wie vor sehr wichtig ist, dass die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist, eingehalten wird. Uwe John, Universität Trier, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Einschätzungen zum Koalitionsgipfel. Danke Ihnen, Herr Saar.